Was geht ab, ihr kleinen F***? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Content-Offensive auf diesem Kanal. Langes her, lange keinen Bock gehabt, versteht sich von selbst. Mit dabei Geld ist geht alle, brauchen neuen AdSense-Revenue. Müssen wir was hier aus den Adern fleischen und hier was hinrotzen, die Scheiße für euch, ja? Hab mir ein neues Auto gekauft. Deswegen ist jetzt Dezember, der CPM-Wert steigt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt für eine neue Folge. Würdest du in der Plus 18 Weihnachtsedition mit meinem besten Freund, bisschen physisch degradiert, hätte ich fast gesagt, Felix. Hi. Moin, Felix. Ich bin, halt deine Fresse, Mike. Hast recht. Ich bin Mikes bester Freund. Und um das mal auch wirklich zu checken, würde ich jetzt mal Kenneth anrufen. Mach. Ihr wisst, Kenneth ist scheiße zuckerkrank, macht aber in erster Linie nichts. Aber allein dadurch, dass Kenneth auf dem Papier zu 75% behindert ist, ist nicht lustig. Aber allein deswegen können wir keine besten Freunde sein, weil damit kann ich mich ja nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ja. Kenneth, mein zweitbester Freund. Du hast jetzt... Halt kurz die Fresse, lass mich kurz... Ich bin dein bester Freund. Nein, ich habe auch eben... Ich sag dir auch erst, warum wir jetzt gerade keine besten Freunde sind. Das meine ich absolut nicht diskriminierend. Aber du bist ja, Kenneth, zu wie viel Prozent bist du behindert? Gar nicht Prozent, das ist der Grad. Doch, du hast ja... Du hast ja, was für Grad Schwerbehinderung hast du? 50 habe ich. Das ist ja schrecklich, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, Kenneth. Wir in unserer Dreck-Content-Offensive landen, nur weil ihr... Nein, wir haben das keine Content-Offensive, das ist nur so... Ich bin unheimlich krank, Mike. Ja? Das wollte ich nur sagen, das war's schon. Das ist keine Content-Offensive, das ist einfach nur für mich zur Klarstellung. Das, Felix hört jetzt auch nicht zu oder so, das ist nur ein Gespräch zwischen uns, okay? Felix hört nicht zu? Nein. Ich hasse den. Ja, nein, ich würde es nicht sagen, dass es Hass ist, Kenneth. Okay, dann sage ich nicht, dass es Hass ist. Ich soll dich übrigens lieb von Maxi grüßen. Ja, interessiert mich ein Scheiß. So, pass auf, Kenneth. Okay. Also, wir fangen mal an, ja? Du hast jetzt die Möglichkeit, mein bester Freund zu werden. Du kriegst von Santa Claus höchstpersönlich den Anruf und Santa Claus sagt, Kenneth, als du gestern geschlafen hast, ja, Mike hat bei dir geschlafen, muss man wissen in der Situation, wir haben zusammen Glühwein getrunken, hab bei dir gepennt. Und der Weihnachtsmann sagt, Kenneth, als du gestern geschlafen hast und mir die Tonne Milch mit den Keksen hingestellt hast, habe ich Mike entführt. Die einzige Chance, um Mike zu retten, ist, dass du jedes meiner Rentiere aufsuchst, es in den Arsch und das letzte Rentier aber, Rudolf mit der roten Nase, mit dem Mund bis er abkommt und dann lassen wir ihn frei. Ansonsten erdrosseln wir ihn mit einer Weihnachtslichterkette. Okay. Muss ich Rudolf einlutschen oder kann ich auch irgendwie, weiß ich, Dancer oder so den Schwanz leer lecken? Nein, du musst Rudolf die Eier blasen, Dancer musst du in den Arsch. Okay, also ich muss... Wie viele Rentiere hat er nochmal? Ich weiß das nicht. Kannst du es kurz googeln oder so? Ich glaube, sechs. Felix sagt sechs. Felix sagt sechs, aber der hört dir nicht zu. 12 oder 13, das sind schon viele. Da muss ich schon viele Rentiere in den Arsch schicken. Okay, pass auf. Er hat 12. Du musst Dasher in den Arsch ficken. Du musst Dancer in den Arsch ficken. Auch Prancer musst du in den Arsch ficken. Vixen, Comet und Cupid musst du in den Arsch ficken. Donner und Blitz musst du in den Arsch ficken. Rudolf musst du die Eier lecken. Okay. Okay. Würdest du es machen, um mich zu retten? Würdest du Dancer und Prancer ficken, um mich zu retten? Aber darf ich noch eine kurze Frage zu Rudolfs Gemächt stellen? Ja. Hat er auch so eine. Ist die Eichel auch so rot wie seine Nase? Ja, der ist beschnitten und die Eichel leuchtet. Oh, nervig. Aber warum leuchtet die Eichel? Weil der seine Nase auch leuchtet. Wenn er fliegt, leuchtet er seine Nase und wenn er erregt ist. Das heißt, du leuchtest wie ein Glühwurm, wenn er seinen Schwanz in deinem Hals hat. Glühwurm. Leuchten wie Glühwürmer. Glühwürmer, die leuchten so schön. Aber es sieht niemand. Es weiß niemand. Nur ich weiß es und ich weiß, du hast mich gerettet. Und du bist mir auch nicht dankbar dafür. Ja, natürlich will ich's. Aber du musst wissen, was auch super wichtig ist. Comet hat halt ein sehr ungepflegtes Analloch. Die anderen sind recht gepflegt. Darf ich sauber machen? Ja, mit deinem Penis. Ich würde es machen auf jeden Fall, weil du mein bester Freund bist. Weil ich würde alles für dich tun. Mm-mm. Okay, dann bist du mein bester Freund. Mm-mm. Okay, aber das hat jetzt ja auch bestanden. Ja, nicht so wie die letzten 29 Mal. Ich habe nicht mitgezählt. Nein, diesmal hat das wirklich bestanden. Felix, hasst dich, Mike. Felix würde dich für ein Vanilleeis vor den Bus stoßen. Und weißt du, was beste Freunde übrigens ausmacht, Kenneth? Und das ist so wichtig. Du wirst jetzt auflegen. Du bist mein bester Freund, Felix, und das ändert auch nichts. Also, Kenneth ist ja krank, ne? Der würde halt 12 Bro, du kannst finden. Keinen besten Freund haben, der zu 50% schwerbehindert ist. Das geht nicht. Geht doch nicht. Der stirbt weg, bevor der deine Hochzeit erlebt. Genau, und das, wie gesagt, das meinen wir gar nicht diskriminieren. Es geht mir aber darum, wenn das mein bester Freund wäre und der stirbt weg, bevor ich heirate, ich wäre ja zu tief getroffen. Und das könnte ich mental selber gar nicht aushalten. Das geht nicht. Nein, das ist doch traurig alles. Stell mal vor, der kriegt Kinder, stirbt einen Tag später. Dann musst du die großziehen noch, die Bengel. Ja, nein. Und Kenneth ist zu 50% behindert aufgrund seiner Diabeteserkrankung. Jeder Tag ist ein Coinflip. Was bei Kenneth zum Beispiel das Ding ist, Kenneth hat neben seinem Diabetesbett Diabeteskühlschrank, einen kleinen. Ja. Wo normale Leute dann so ein Red Bull oder sowas reintun, da tut er halt seine Insulinspritzen rein und das, ich verspreche dir, das ist wahr, das musste ich herausfinden, okay. Seine McDonald's-Soßen. Ich liege in seinem Bett und esse so meine Spicy Nuggets
öffne aus Spaß so seinen Diabetes-Kühlschrank, weil ich gucken wollte, was da drin ist. Da sind einige Ampullen Insulin und McDonald's-Soßen. Fragi? Ja, gern. Also der wirklich vom Zucker zerfrästen Kenny, der hat in seiner Insulin-Kühltruhe McDonald's-Soßen zu liegen, damit die kalt sind. Genau. Die er aber eigentlich gar nicht essen darf, weil er sonst stirbi. Weil er sonst stirbi. Der stirbit. Das ist ja super dumm. Felix, das ist ein Zufall, dass du mich anrufst, tatsächlich. Hallo Kenneth, ich wollte dich anrufen als Kumpel und nicht, weil wir gerade eine Content-Offensive aufnehmen. Mike kann dich auch zum Beispiel gar nicht hören. Gut geplayed. Nee, Mike, das ist lustig, weil Mike meinte gerade genau dasselbe und dass du nichts von unserem Gespräch weißt. Echt? Haben wir beide unabhängig voneinander irgendwie das Gleiche gesagt? Ja. Genau, und deswegen sind wir auch beste Freunde, Mike und ich. Du Nutte, okay? Pass mal auf, Kenneth, ganz kurze Frage in eigener Interesse. Das war heiß. Hast du einen Kühlschrank bei dir zu Hause? Ich habe übrigens zwei Kühlschränke sogar hier. Okay, und in welchem Kühlschrank befindet sich dein Insulinvorrat? Ich habe einen Kühlschrank in den Niederlanden, da ist das drin. Nur aus Interesse, hypothetisch. Hast du, also man kann den Kühlschrank ja auch anders nutzen, hast du da auch McDonald's-Soßen drin in dem Kühlschrank drin? Tatsächlich nur zwei Ketchup-Tütchen und eine Mayo-Tüte. Kenneth, das ist halt gefährlich. Was hat McDonald's-Soßen mit meinem Insulinvorrat zu tun? Naja, mit McDonald's-Soßen ist sehr viel Zucki drin, Zucki-Zucki. Ich sterbe ja. Ich habe heute 2 Liter Eistee schon inhaliert. Warum? Warum machst du das, Kenny? Süchtig, Felix. Ich habe Probleme. Süchtig. Wer ruft mich denn jetzt an? Okay, ciao. Meinst du, Zuckerdiabetes ist vererbbar? Ich bin dein bester Freund, weil ich werde auch noch zu deiner Hochzeit und ich werde auch zu deiner Beerdigung kommen, Mike. Du bist mein bester Freund, Felix, und ich wünsche mir sehr, dass du auf meine Hochzeit kommst. Auf meine Beerdigung wirst du nicht kommen, aber ich komme auf deine, weil ich überlebe dich. Du überlebst mich nicht, Mike. Ich überlebe dich. Nein, und wenn es hart auf hart kommt, sorge ich dafür. Hättest du lieber keine Arme oder keine Beine? Safe lieber keine Beine, weil ich bewege mich eh nicht und ich kann weiterhin schlechte Videospielen sein. Stell dir vor, ich hätte keine Arme. Und das wäre hier so eine Geschichte. Ich würde so machen und dann sitze ich hier so. So, dann habe ich Beine. Was soll ich machen? Ich kann nicht an meine Maus, ich kann nicht an meine Tastatur. Das ist doch scheiße. Mike, der Osterhase und der Weihnachtsmann sind nackt zusammengebunden an einen Stuhl in einem dunklen, leerstehenden Raum. Mhm. Du kommst rein, machst das Licht an, wurdest von Terroristen in diesen Raum geführt. Ja, Klassiker. Hast eine Kettensäge. Du kannst dich jetzt entscheiden, pass auf, es ist fucked up. Entweder du trennst jede einzelne Gliedmaße vom Osterhasen einzeln ab, danach den Kopf. Jo. Damit würdest du aber Ostern retten. Das heißt, der Osterhase ist tot. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn ich den Osterhasen erst schwer verstümmel, ihm dann den Kopf, es nachdem er sich gequält hat. Oh. Es geht jetzt nicht um die Maskottchen, aber dann bringt er keine Eier mehr. Der bringt ja für die Kinder gar keine Eier mehr. Nee, du kannst dann jemanden neuen anstellen erstmal. Kann ich es auch selber machen dann? Kannst du auch selber machen. Okay, geil. Aber du müsstest diesen Osterhasen wirklich qualvoll töten. Und der Osterhase totfoltern. Der Osterhase per se ist mir scheißegal. Ja, der juckt doch null. Dann würde zwar Ostern weiter bestehen und Weihnachten nicht. Gibt doch genug Oder Hase. Aber, Mike, oder aber, du nimmst diese wirklich scharfe Kettensäge, gehst zum Weihnachtsmann hin, gibst ihm einen Kuss auf die Stirn und schneidest dem sein Bein ab, das andere, die Arme, gibst ihm noch einen Kuss auf die Stirn und dann machst du den Kopf weg. Der Weihnachtsmann, unser aller Held, ist dann tot, aber damit wäre das Weihnachtsfest und Weihnachten, so wie es existiert, gerettet. Niemand würde es jemals wissen, dass der nicht mehr existiert. Osterhase tot, Ostern gerettet, Weihnachten weg. Weihnachtsmann getötet, Weihnachten gerettet, Ostern weg. Das Ding ist, ich hasse den Osterhasen, deswegen, ich würde auch eher für den Osterhasen keine scharfe Kettensäge, sondern eine stumpfe rostige nehmen. Das Problem ist aber, ich liebe Weihnachten. Ja. Und der Weihnachtsmann hat mir nach wie vor, auch wenn ich ihn mir schon seit 3 Jahren wünsche und ich immer ein braver Jungenblut war, noch keinen Mustang gebracht. Und deswegen habe ich da so ein kleines persönliches Problem mit dem Weihnachtsmann. Hat mir zum Beispiel auch gewünscht, dass zu Weihnachten, dass meine Katze überlebt. Hat sie nicht. Ist tot. Wurde eingeschläfert, kam letztens noch eine Rechnung, hab 1700 Euro bezahlt, kam dann noch eine Rechnung für 130 Euro. Den Laborbefund soll ich doch bitte bezahlen, was ja lustig ist, weil das Tier ist tot. Tier ist tot. Ich würde ganz ehrlich die Schuld... Hab's mir zu Weihnachten gewünscht. Und da frage ich mich, wo ist das Weihnachtswunder, von dem immer alle reden? Wo ist das Weihnachtswunder? Der Osterhase kommt tatsächlich aus der Nähe von wo du wohnst und ist ein treuer Gefährte vom Arschficker. Ey, ich würde den Osterhasen umlegen. Ja. Was eine besinnliche Folge, Felix. Es war mir wie immer ein Fest und ich find's auch schön, dass wir familienfreundlicher werden.